Hallo liebe Leute, folgendes ist mein spektakuläres Interview beim ZDF Morgenmagazin mit dem sächsischen Spitzenkandidaten der AfD, Jörg Urban. Jetzt im Folgenden das Interview, danach ein paar Worte dazu. Und jetzt begrüße ich den Partei- und Fraktionsvorsitzenden der AfD in Sachsen, Jörg Urban. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Urban, am Wochenende Christopher Street Day in Leipzig war in den Schlagzeilen. Schwule, Lesben, Queere und andere haben öffentlich gefeiert. Neonazis haben dagegen protestiert, es gab Hitlergrüße, es gab Provokationen, die Polizei musste die Feiernden beschützen. Wie finden Sie das? Wissen Sie, unser Land hat andere Probleme. Wir haben ein desaströses Bildungssystem, wir haben eine innere Sicherheit, die zerbröckelt, eine Wirtschaft, die abwandert. Das sind die Probleme, die die Menschen interessieren. Eine einzelne Demonstration von verschiedenen Extremisten interessieren die Leute heute weniger. Ich habe Sie aber nach dem Christopher Street Day gefragt, weil das große Thema Freiheit ist. Das ist ja kein unwichtiges Thema. Deshalb frage ich Sie nochmal, sollten Schwule und Lesben, Queere und andere in Sachsen öffentlich ungestört feiern können? Ja oder nein? Absolut, aber das Thema Freiheit bedeutet eben auch, dass wir wirklich die Grundrechte einhalten. Und wir haben gerade hier in Sachsen erlebt, wie die Regierung Kretschmer in der Corona-Zeit massiv Grundrechte eingeschränkt hat. Ihre Frage ist etwas irrelevant, deswegen sage ich das. Das ist eine kleine Gruppe, die macht eine Demonstration. Freiheitsrechte in Sachsen heißt tatsächlich auch Grundrechte. Ich darf arbeiten, ich darf an die frische Luft, ich darf meine sterbenden Angehörigen besuchen. Das haben wir erlebt in Sachsen, dass das eingeschränkt wurde. Und das nehmen bis heute viele Bürger dieser Regierung übel. Gut, Sie wollen die Frage offenbar nicht beantworten. Ich will nur noch mal sagen, es war keine Frage. Ich finde die Frage einfach ein bisschen abwegig. Ja, Sie können sich die Frage natürlich nicht aussuchen hier in diesem Interview. Ne? Na, deshalb würde ich gerne zum Thema Freiheit fragen. Und ich will nur noch mal sagen, auch in Bautzen gab es Proteste. Es waren 1000 Feiernde und 680 Protestierende. Und Sie haben offenbar kein Problem damit, dass Neonazis gegen Schwule, Lesben und Ich habe ein großes Problem damit, dass unsere Kinder nicht mehr ausreichend Unterricht bekommen, dass unsere Bürger keine Ärzte mehr finden und dass unsere Aber ländlichen Sie wollten Räume meine keine Frage Arbeitsplätze nicht, mehr anbieten. Nicht beantworten. Damit habe ich ein und ich großes finde, Problem. Sie wollen die Frage nicht beantworten, Sie wollen sich nicht klar für das Thema Freiheit erklären und damit haben Sie ich auch keine Antwort Ich erkläre mich klar gegeben. Für die Freiheit lassen und zwar Sie die mich, Regierung lassen Kretschmer, Sie mich die die Freiheit über in Fachkräfte Sachsen im massiv Ausland eingeschränkt sprechen. Hat. Die Wirtschaft beklagt, dass Sachsen wegen der AfD einen schlechten Ruf hat. Man hat es ja gerade gesehen, dass Sie nicht gerade für Weltoffenheit stehen. Sie haben Sie zum bitte Thema Geflüchtete gesagt, große Probleme das ist meine in Einschätzung nach Ihrer Antwort. Sie haben zum Thema Geflüchtete gesagt, ich würde mich freuen, Sie wollen wenn Sachsen Sie mir heute zum noch mal unattraktivsten geben, Bundesland zum Antworten, für ohne Geflüchtete mir das Wort machen. Zu fallen. Was glauben Sie, lassen Sie mich die Frage aussprechen, Sie wollen Sachsen zum unattraktivsten Bundesland für Geflüchtete machen. Was glauben Sie, was die sächsische Wirtschaft von solchen Formulierungen hält? Die sächsische Wirtschaft verliert Arbeitskräfte, weil Deutschland zu hohe Steuern hat, zu hohe Energiepreise, weil Deutschland inzwischen nicht mehr technologieoffen ist. Wir verbieten bestimmte Technologien, wie zum Beispiel den Verbrennungsmotor. Wir verbieten synthetische Kraftstoffe, beziehungsweise lassen sie nicht zu. Wir verbieten die Atomforschung. Offenbar muss ich meine Frage konkreter stellen, weil Sie, schon wieder ins ja, weil Sie überhaupt nicht auf meine Frage antworten. Was meinen Sie denn? Sie haben gerade gesagt, die Wirtschaft denn, sagt, ja, aber dann schweifen Deutschland Sie ist unattraktiv Was meinen geworden. Sie denn, wenn Sie sagen, Sie wollen Sachsen zum unattraktivsten Bundesland machen? Wir wollen Sachsen unattraktiv machen für Menschen, die nur hierher kommen, um in unser Sozialsystem einzuwandern. Wir haben kein Problem mit Fachkräften. Wir haben gerade in Sachsen sehr, sehr viele Fachkräfte aus Tschechien und Polen, die wir auch brauchen im Gesundheitswesen, aber auch in unserer mittelständischen Wirtschaft. Unattraktiv möchten wir sein für Menschen, die nur hierher kommen, um ins Sozialsystem einzuwandern und im schlimmsten Fall dann noch kriminell werden, unsere öffentliche Sicherheit belasten. Das heißt, Sie wollen die Zuwanderung begrenzen, Sie wollen auch konsequent abschieben, das wollen andere Parteien auch. Das Problem ist ja, dass viele Herkunftsländer die Geflüchteten nicht zurücknehmen. Wie wollen Sie diese Länder überzeugen, aber auch Länder wie Syrien und Afghanistan, dass sie die Menschen zurücknehmen? Also wir können auch mit diesen Ländern Partnerschaftsverträge eingehen, damit wir auf der Gegenseite eben auch die behördlichen Strukturen finanziell unterstützen, die das ja auch auf der anderen Seite abwickeln müssen. Das können wir von Sachsen aus. Die große Frage, in welche Länder dürfen wir überhaupt abschieben, das muss im Bund geregelt werden, das können wir nicht von Sachsen aus. Aber wir nutzen eben bis heute unsere Möglichkeiten in Sachsen nicht. Wir haben ja 15.000 Ausreisepflichtige seit vielen Jahren, die nicht abgeschoben werden, wo der Freistaat viel zu wenig übernimmt, um diese Menschen wieder nach Hause zu bringen. Wie wollen Sie die Bildung in Sachsen verbessern?
Also Bildung heißt natürlich 15 Jahre CDU-Politik. Also das Desaster, was wir heute haben, ist das Ergebnis von 15 Jahren CDU-Politik, wo eben kein Lehrerstamm aufgebaut wurde, obwohl man wusste, dass die geburtenstarken Lehrgänge kommen, obwohl man wusste, dass es viele Altersabgänge gibt, wurde eben nicht gegengesteuert. Deswegen stehen wir heute dort, wo wir stehen. Sie stehen vor Bayern ja, in der PISA-Studie. Da schneiden die Schülerinnen und Schüler aus Sachsen gar nicht so schlecht ab. Reden Sie da was schlecht? Ich rede da gar nicht schlecht. PISA Platz 1 heißt, dass Sachsen der Einäugige unter den Blinden ist. Wir haben heute eine Situation, dass... Immerhin Platz 1. Lassen Sie sich bitte mal ausreden. Wir haben heute eine Situation, dass 80% der Ausbildungsbetriebe in Sachsen sagen, wir müssen nachschulen in Deutsch und Mathe. Das ist der Stand unserer Schulen heute. Und das ist ein desaströser Stand, weil dort zeigt sich eben, dass wir unseren Kindern ihre Lebensperspektiven, ihre Berufsperspektiven zerstören, wenn sie keine ausreichende Schulbildung bekommen. Wir sind heute in einem sehr schlechten Zustand. Was wir wollen, wir müssen jetzt die Lehrkräfte aktivieren, die wir verfügbar haben. Das sind vor allen Dingen die Teilzeitkräfte, die wir motivieren können, voll zu arbeiten. Das sind Lehrer, die in den Ruhestand gehen, die wir motivieren können, länger zu arbeiten. Und wir müssen auch diesen Bereich Quereinsteiger, der ja bereit ist, auch so unterstützen, dass nicht ein Drittel der Quereinsteiger es wieder sein lässt. Also wir haben jetzt Kapazitäten. Wir haben auch Kapazitäten in den Behörden. Wir haben noch viele Lehrer, die sitzen jetzt im LASUB bzw. in anderen sächsischen Behörden. Gelernte Lehrer, die können wir jetzt versuchen, in die Schulen zu bringen und sie durch andere Beamte zu ersetzen. Also wir sind in einer Notsituation, aber diese Notsituation ist nicht vom Himmel gefallen. Das ist das Ergebnis von 15 Jahren CDU-Bildungspolitik in Sachsen. Ein Thema, was eigentlich gar kein Landesthema ist, was aber diesen Wahlkampf auch prägt, ist der Krieg in der Ukraine. Wir haben es gerade in dem Steckbrief über Sie gesehen. Sie sprechen Russisch, haben in Russland studiert, sind mit einer Russin verheiratet. Seitdem Russland die Ukraine angegriffen hat, hört man von Ihnen vor allem immer Kritik an der Ukraine, keine an Russland. Wie kommt es, dass Sie auf der Seite des Aggressors stehen? Ich stehe nicht auf der Seite des Aggressors. Wir als AfD haben von Anfang an gesagt, hier braucht es schnell eine diplomatische Lösung. Wir haben jetzt erlebt, dass nach 2 Jahren Krieg hunderttausende Menschen gestorben sind und dass dieser Krieg eben nicht aufhört. Und wir kritisieren, dass Deutschland diesen Krieg befeuert mit finanziellen und Waffenlieferungen an die Ukraine. Mit dem Ergebnis ist passiert nichts. Man hat sich das vielleicht am Anfang anders vorgestellt. Wir machen Sanktionen gegen Russland, das zwingt die Wirtschaftlichen in die Knie und dann gibt es ein Einlenken. 2 Jahre sind vergangen, es gibt kein Einlenken, der Krieg ist festgefahren. Und Waffen, die wir dorthin liefern, sind eben keine Lösung dieses Konfliktes. Auf der anderen Seite sehen wir haben ja mehrere hunderttausend Ukrainer in Europa, die wollen nicht kämpfen. Die sagen, ich möchte nicht in diesen Krieg gehen. Also wir müssen einfach verhindern, dass dort Menschen sterben in Größenordnungen. Und unsere Ansicht ist eben die, wir müssen jetzt eben nicht nur auf die russische Seite Druck ausüben, sich an den Tisch zu setzen, sondern auch auf die ukrainische. Am Ende geht es um die Menschen, die dort jeden Tag sterben müssen. Sie sehen, wenn Sie meine Fragen beantworten, lasse ich Sie auch ausreden. Das war Jörg Urban, der Spitzenkandidat der AfD. Vielen Dank für das Interview. Ging ja schnell. Dankeschön. Was so auffällig. Der Moderator hat das Interview begonnen mit einer Frage zum Christopher Street Day. Im Grunde war es keine Frage, sondern er hat festgestellt, die Demonstranten, sie seien von Nazis belästigt worden. Es gab Provokationen, die Polizei musste die Feiernden beschützen. Wie finden Sie das? Wissen Sie, unser Land hat andere Probleme. Und im Grunde, die Antwort ist selbstverständlich. Natürlich ist das nicht gut. Was soll man sonst sagen? Und was auffällig war, dass Jörg Urban sofort eine Themenlenkung weg davon gemacht hat. Er hat sich gar nicht drauf eingelassen. Und ich hatte dann mir zuerst gedacht, naja, er hätte ja schon irgendwie sagen können, natürlich, wir sind die Rechtsstaatpartei. Natürlich, diese Leute müssen demonstrieren können in Ruhe. Und das ist natürlich nicht in Ordnung. Jörg Urban hat aber gleich eine Themenlenkung weg davon gemacht. Und was hat Jörg Urban sich dabei gedacht? Und mir ist dann nachher klar geworden, er wollte eine Themenlenkung hinbetreiben zu den wichtigen Themen. Und das Problem war auch gewesen, dass wenn er jetzt darauf geantwortet hätte, die Frage ist ja eine Selbstverständlichkeit. Also dafür zu sein, das ist natürlich klar, dass es nicht in Ordnung ist, dass Nazis irgendjemanden belästigen. Das heißt, es war eine absurde Frage. Auffällig war jetzt, dass der Moderator, nachdem Jörg Urban erklärt hat, die Frage, ja, sie sei jetzt nicht wichtig, es gäbe wichtigere Probleme, er hat ein zweites Mal nachgehakt. Deshalb frage ich Sie nochmal, sollten Schwule und Lesben, Queere und andere in Sachsen öffentlich ungestört feiern können? Ja oder nein? Absolut, aber das Thema Freiheit bedeutet eben auch, dass wir wirklich die Grundrechte einhalten. Das ist erstmal so ein bisschen untergegangen. Jörg Urban hat dann geantwortet, absolut. Und hat dann aber gleich weitergemacht. Und hier hat sich dann die Absicht des Moderators gezeigt, dass es ihm überhaupt niemals um die Frage ging.
Und jetzt hat aber Jörg Urban eine Themenlenkung betrieben, die den Moderator wahrscheinlich kalt erwischt hat, womit er wahrscheinlich nicht gerechnet hat. Und zwar hat der Moderator in den Mittelpunkt gestellt die Freiheit, dass ja die Demonstranten frei demonstrieren müssen, das sei ja ganz wichtig. Und dann hat sofort Jörg Urban den Brückenschlag zu Corona genommen. Und hier war auffällig, dass der Moderator versucht hat, sofort das Thema Corona zu unterdrücken. Aus meiner Sicht, das ist jetzt auffällig. Es war jetzt schon bei Björn Höcke auffällig. Und hier war es wieder auffällig, dass die Moderatoren immer versuchen, das Thema Corona, eine Corona-Aufarbeitung, darüber nicht zu reden und sofort zu unterbrechen, wenn die AfD-Leute darüber reden. Sie wollen die RKI-Files, sie wollen das alles, sie wollen davon nichts hören. Die Leute sollen sich damit nicht auseinandersetzen. Sondern der Moderator möchte eine Themenlenkung auf irgendwas betreiben, was negativ für die AfD ist. Oder was im Zweifel auch nicht wichtig ist. Und Jörg Urban hat das sofort gerochen, von Anfang an. Und er hat die Themenlenkung, er hat sofort eingehakt und hat gesagt, ja, sie machen hier eine unwichtige Themenlenkung. Und war da relativ abgeklärt und relativ hart. Und aus meiner Sicht, hatte damit ziemlich gut erwischt. Weil es war dann vollkommen offensichtlich, und natürlich, wenn der Zuschauer nachdenkt, ja, eigentlich der Christopher Street Day, jetzt im Vergleich zu den wichtigen Sachen, was wir jetzt hier für Probleme haben, wichtig ist es nicht. Das heißt, Jörg Urban hat hier, indem er der Fragestellung nicht gefolgt ist, den Moderator entblößt, weil der Moderator dann noch ein drittes Mal versucht hat, darauf zu pochen. Regierung Kretschmer in der Corona-Zeit massiv Grundrechte eingeschränkt hat. Ihre Frage ist etwas irrelevant, deswegen sage ich das. Das ist eine kleine Gruppe, die macht eine Demonstration. Freiheitsrechte in Sachsen heißt tatsächlich auch Grundrechte. Ich darf arbeiten, ich darf an die frische Luft, ich darf meine sterbenden Angehörigen besuchen. Jörg Urban hat geantwortet, absolut. Und mehr gibt es jetzt zu dieser Frage auch gar nicht zu sagen. Und hier zeigt sich, dass der Moderator es nie um die Antwort ging, sondern nur darum, möglichst Zeit mit diesem Thema zu verbringen. Und dass unsere ländlichen Räume keine Frage Arbeitsplätze nicht, mehr anbieten. Nicht damit habe ich ein großes ich finde, Problem. Sie wollen die Frage nicht beantworten. Sie wollen sich nicht klar für das Thema Freiheit erklären. Und damit haben Sie ich auch erkläre keine mich Antwort klar gegeben. Für die Freiheit. Lassen und zwar Sie die mich, Regierung lassen Kretschmer, Sie mich die die Freiheit über in Fachkräfte Sachsen im massiv Ausland sprechen. Hat. Es war noch eine Unverschämtheit des Moderators, wie er festgestellt hat, der AfD sei der Freiheitsgedanke nicht wichtig. Also er stellt dann fest, er lässt auch Jörg Urban überhaupt nicht ausreden, unterbricht ihn andauernd, was auch Jörg Urban immer wieder feststellt. Er sagt dann, ja, aus der Antwort habe er herausgelesen, dass die AfD, ja, dass ihr die Freiheit nicht wichtig sei. Und wirkt Jörg Urban ab und kommt aufs nächste Thema. Und hier macht er genauso unverschämt weiter. Man hat es ja gerade gesehen, dass Sie nicht gerade für Weltoffenheit stehen. Sie haben zum Thema Geflüchtete gesagt, das ist meine Sachsen. Einschätzung nach Ihrer Antwort. Sie haben zum Thema Geflüchtete gesagt, ich würde mich freuen, Sie wollen wenn Sachsen Sie mir heute zum noch mal unattraktivsten geben, Bundesland zum Antworten, für Geflüchtete mir in das Wort machen. Zu fallen. Was glauben Sie, lassen Sie mich die Frage aussprechen, Sie wollen Sachsen zum unattraktivsten Bundesland für Geflüchtete machen. Was glauben Sie, was die sächsische Wirtschaft von solchen Formulierungen hält? Die sächsische Wirtschaft verliert Arbeitskräfte, weil Deutschland zu hohe Steuern hat, zu hohe Energiepreise, weil Deutschland inzwischen nicht mehr technologieoffen ist. Wir verbieten bestimmte Technologien, wie zum Beispiel den Verbrennungsmotor. Wir verbieten synthetische Kraftstoffe, beziehungsweise lassen sie nicht zu. Wir verbieten die Atomforschung. Offenbar muss ich meine Frage konkreter stellen, sie fallen mir schon wieder ins Wort. Ja, weil Sie überhaupt nicht auf meine Frage antworten. Was meinen Sie denn? Sie haben gerade gesagt, die Wirtschaft sagt, ja, aber dann schweifen Deutschland sie ab. Ist unattraktiv Was meinen geworden. Sie denn, wenn Sie sagen, Sie wollen Sachsen zum unattraktivsten Bundesland machen? Und hier zeigt sich, ja, was die Absicht des Moderators ist. Erster Christopher Street Day, jetzt versucht er, die Ausländerfeindlichkeit in der AfD in den Mittelpunkt zu stellen. Es zeigt sich hier, worum es sich hier überhaupt bei den großen Medien handelt. Es handelt sich wie um, ja, im Grunde, man kann sagen, wie Schäferhunde, die Schafherde, das sind die Leute, versuchen in eine Richtung zu treiben. Und man muss sich überhaupt mal die Frage stellen, was soll eigentlich dieses ganze Interviewformat? Im Grunde, eigentlich jeder Bürger kann noch das Wahlprogramm der AfD nachlesen. Und dann stellt sich die Frage, warum elektrisiert das die Leute? Warum wollen wir das überhaupt sehen? Warum interessieren uns solche Interviews? Wir können es doch eigentlich nachlesen, dann wissen wir es. Aha, das AfD-Programm, das wollen sie. Was ist der Sinn von diesen Interviews? Und aus meiner Sicht, es zeigt sich, es ist immer ein Machtkampf. Es ist ein intellektueller Machtkampf. Es geht gar nicht um die Inhalte, sondern es geht darum, der eine versucht, dem anderen eine Falle zu stellen. Und jetzt stellt sich hier, wie stark ist der andere? Also wie intellektuell stark ist er? Wie stark durchschaut er die Fallen? Wie reagiert er? Also steigt er darauf ein? Lässt er sich lenken? Also es ist im Grunde wie ein Arena-Kampf, der auf geistiger Ebene stattfindet. Und was mir natürlich ganz wichtig ist, dass sich Jörg Urban
von Anfang an nicht hat einlullen lassen, sondern eher bei der AfD sich mehr und mehr die Erkenntnis durchsetzt, dass mit den Medien, dass grundsätzlich etwas nicht stimmt, dass sie grundsätzlich feindlich gegenüber der AfD eingestellt sind. Und das klingt nicht so selbstverständlich, aber das hat sich bei der AfD, die Leute konnten es, wollten es nicht wahrhaben. Also sie haben das Motiv nicht verstanden, sie haben nicht verstanden, warum sollen die Medien das machen. Sie haben dann gedacht, ja, es liegt an Björn Höcke, es liegt an den Rechten in der AfD. Es hat irgendwelche Gründe oder die sind halt links verseucht, die sind halt links verblendet. Und aus meiner Sicht, mit dieser Abgeklärtheit von Jörg Urban, die zeigt, dass die AfD endlich, dass die AfD-Spitzenleute es endlich so sehen, dass die Medien sind, wie sie sind und sie es nicht ändern können. Oder dass wahrscheinlich auch die USA dahinter stecken. Das hat jetzt Jörg Urban nicht gesagt. Aber mittlerweile, man hat gemerkt, die Art und Weise, diese Themenlenkung von dem Moderator, die Unverschämtheiten, sie haben ihn nicht überrascht. Und er hat gezielt eigene Themenlenkungen betrieben. Was hätte Jörg Urban jetzt noch besser machen können, aus meiner Sicht? Er hat gerade am Anfang, aus meiner Sicht, exzellente Antworten gegeben. Aber als ich beim ersten Mal geguckt habe, wurde mir das gar nicht so bewusst. Und ich habe es erst beim zweiten und dritten Mal habe ich gemerkt, wie gut die Antworten waren. Und zwar, das Problem war, dass der Moderator Jörg Urban übertönt hat und man dadurch seine Antworten gar nicht wahrgenommen hat. Also vor allen Dingen diese erste Antwort absolut, aber dann auch immer, wenn sie beide zusammengeredet haben. Und vielleicht, was hätte Jörg Urban machen können, er hätte das nochmal wiederholen können. Vielleicht nochmal ein bisschen mehr, um seinen Standpunkt deutlich herauszustellen. Also jetzt gerade bei dem Christopher Street Day, er hätte es meiner Meinung nach so abfrühstücken können, er hätte es nochmal zusammenfassen können. Es ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, die Leute müssen demonstrieren können. Ist auch meiner Sicht auch ganz wichtig, nicht zu verallgemeinern. Also was vielleicht nicht ganz geschickt war, war jetzt die bei den Demonstranten zu verallgemeinern. Jörg Urban hat bestimmt recht, da sind bestimmt sehr viele Extremisten dabei, aber er weiß nicht, wer da demonstriert. Ich weiß es nicht, wir wissen es alle nicht. Und ich denke, das sind unterschiedlichste Leute. Und wenn man jetzt schwul ist beispielsweise oder was auch immer, man freut sich ja, wenn man in Ruhe gelassen wird. Jeder Mensch freut sich, wenn er so ist, wie er ist, wenn er in Ruhe gelassen wird. Und ich sehe das auch so, leben und leben lassen. Und man muss sich aus meiner Sicht nicht unnötig die Schwulen und was weiß ich, diese ganzen Demonstranten zu Feinden machen. Das heißt, man kann erklären, natürlich, diese Leute, sie haben ihr Recht zu leben und sie dürfen nicht beleidigt werden, das ist eine Selbstverständlichkeit. Da hätte er das abfrühstücken können, hätte dann aber trotzdem sagen können, ja, natürlich, es gibt andere Themen, die sind viel wichtiger. Und das ist natürlich eine Selbstverständlichkeit. Wieso fragen Sie mich hier eine Selbstverständlichkeit? Die AfD ist eine Rechtsstaatpartei. Natürlich wollen wir die Demonstranten schützen. Aus meiner Sicht, die Fragen zu der Wirtschaft hat er auch exzellent beantwortet, hat auch wieder festgestellt, der Moderator hat ihn unterbrochen. Und er hat das sehr gut auf den Punkt gebracht, auch mit der Bildung. Dass natürlich die Bildung gut ist, aber natürlich die Leute können nicht ausgebildet werden. Hat auch auf die CDU verwiesen. Und es war auch schon bei diesem Dreiergipfel mit Björn Höcke war auch auffällig, dass immer die Moderatoren nicht auf die Vergangenheit nicht hören wollen. Und ganz auffällig war auch, dass der Moderator, als Jörg Urban darauf hingewiesen hat, was er machen will mit den Flüchtlingen, da hat der Moderator sofort erklärt, ja, das wollen ja die anderen Parteien auch machen. Das heißt, sie wollen die Zuwanderung begrenzen, sie wollen auch konsequent abschieben, das wollen andere Parteien auch. Also es war im Grunde so Wahlwerbung für die anderen Parteien, die der Moderator hier gemacht hat. Also völlig, völlig deplatziert hat er das in der Frage festgestellt. Und wenn jetzt Jörg Urban ganz scharf aufgepasst hätte, wobei das kann man natürlich immer leicht sagen, hätte er das in den Mittelpunkt stellen können. Also dass der Moderator jetzt feststellt, dass die anderen Parteien das auch gesagt haben, warum sagt er das? Und vor allen Dingen, die anderen Parteien haben es halt in der Vergangenheit nicht gemacht. Die anderen haben ihre Fahnen im Wind gehalten. Was ich persönlich ein bisschen enttäuschend fand, war die Antwort zum Ukraine-Krieg. Und aus meiner Sicht, hier ist überhaupt das AfD-Problem, dass die AfD-Vertreter denken, ja, ich muss ja nur so springen. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Das heißt, ich sage jetzt einfach, die Waffenlieferungen, sie haben mir nichts gebracht. Ich bin nicht für Putin, aber die Waffenlieferungen haben nichts gebracht. Die sollen aufhören. Es muss Frieden her. Im Grunde so hat Jörg Urban argumentiert. Und was ist jetzt das Problem dabei? Man könnte jetzt ja sagen, okay, das reicht ja auch, mehr muss man ja gar nicht sagen. Warum sollen wir denn da jetzt in ein Wespennest reinstechen? Also das Narrativ der großen Medien ist ja, dass Putin ganz böse ist. Man denkt sich, warum soll ich denn jetzt hier Putin entdämonisieren und sagen, er ist ja gar nicht so böse? Dann mache ich mich ja nur angreifbar. Dann werde ich ja nur angegriffen
Und das sagt dann, sage ich halt auch, ja, der Putin ist ein böser Aggressor, es muss aber jetzt die Waffenlieferungen, es hat aber trotzdem nichts gebracht, es muss jetzt Frieden her. Und aus meiner Sicht, das Problem hierbei ist, indem man Russland nicht entdämonisiert, rechtfertigt man das Verhalten der Regierung hier. Und das Problem ist, dass die Leute nicht alarmiert werden, was hier passiert oder wie schlimm das ist. Und damit macht sich die AfD mitschuldig, weil die Ukraine ist ein Nazi-Staat. Man kann es nicht oft genug betonen, diese Einsicht hat sich in der AfD leider noch nicht durchgesetzt, vor allem nicht in der AfD-Spitze. Die Ukraine ist ein Nazi-Staat. Ein Nazi-Staat ist ein Staat, der diese Leute toleriert oder unterstützt. Und das ist beweisbar bei der Ukraine der Fall. Ich kann es mal wieder zusammenzählen, weil man kann das nicht oft genug wiederholen. Die Regierung, die ukrainische Regierung unterstützt Ferienlager, in denen die Kinder erklärt bekommen, man dürfe Leute nicht umbringen, außer es sind Russen, weil die sind weniger wert. In der Armee werden offen Nazi-Symbole zur Schau getragen. Der oberste Befehlshaber hat ein Hakenkreuzarmband getragen, hat das selbst auf Twitter veröffentlicht. Es ist beispielsweise auch bei einem Pressebericht, einen westlichen Pressebericht hat anscheinend der Fotograf nicht aufgepasst, ist zu erkennen, dass jemand, der einen Bus aufmacht, der hat so ein Hakenkreuz oben auf dem Arm. Das heißt, so rumzurennen, das ist in der Ukraine nicht anstößig. Vitali Klitschko und viele andere Leute lassen sich mit Armeeangehörigen ablichten, die irgendwelche Nazi-Symbole auf der Brust haben. Nazi-Einheiten, beispielsweise das Azov-Bataillon, die offen diese Ideologie vertreten, wurden in die reguläre Armee eingegliedert. In Kanada wurde ein SS-Mann der Division Galizien geehrt. Zelensky war zugegen. Es gab dann einen riesigen Skandal. Der kanadische Präsident hat sich entschuldigt. Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich aber nicht entschuldigt. Sondern im Gegenteil, dieser Mensch, also dieser SS-Mann, wurde in der Ukraine nochmals später geehrt. Also da ist von einer Distanzierung überhaupt keine Spur. Also SS-Leute werden als Helden angesehen in der Ukraine. Dann auffällig ist auch, dass alles Russische entfernt wird. Also es geht nicht gegen Putin, sondern man ist gegen Russland. Also russische, die sowjetischen Denkmäler, Straßennamen, alles oder auch wer oppositionell jetzt pro Russland ist, der wird nicht toleriert. Der Ex-Botschafter in Deutschland, Andriy Melnyk, hat öffentlich gesagt, ja, er würde sich keine Oper angucken mit einer russischen Hauptdarstellerin. Russen könnten jetzt keine Freunde sein. Also es ist ganz klar rassistisch, es geht gegen Russland. Und das sagt nicht irgendjemand, das sagt ein Diplomat. Er hat sich nichts dabei gedacht, weil er ist gewohnt, dass es in der Ukraine selbstverständlich ist und im Westen niemand darüber berichtet. Und er hat dann anscheinend gedacht, dass es auch im Westen kann man es einfach so bringen. Und in den großen Medien ist da nichts anderes übrig geblieben, als es halt irgendwie so zu verkleistern oder halt runterzuspielen. Und dann wurde Melnyk weggelobt. Diese Geisteshaltung hat Konsequenzen. Seit 2014 wurden gezielt Zivilisten beschossen, was die Medien hier nicht erzählt haben. Man muss sich das mal vorstellen, es werden gezielt Gebäude willkürlich angegriffen und dahinter steckt natürlich die Geisteshaltung, ja, das sind ja Russen, die sind nichts wert. Und diese Geisteshaltung, die haben diese Einheiten, die haben viele Einheiten, also sämtliche russische Zivilisten waren immer in Lebensgefahr oder wurden auch umgebracht. Also beispielsweise in Mariupol, jeder, der die Stadt verlassen wollte, das Azov-Bataillon, sie haben sich erschossen. Das muss man sich mal vorstellen, das haben natürlich die Medien hier gar nicht berichtet. Und weil ja den Russen immer das in die Schuhe geschoben wird, regt sich da auch überhaupt keiner mehr drüber auf. Das ist eigentlich Schlimme. Und da muss natürlich die AfD, muss sich dahinter fragen, was sie dazugelassen hat oder auch wozu sie geschwiegen hat. Also die AfD, durch Schweigen macht man sich schuldig. Das muss angesprochen werden und da muss natürlich auch dagegen sein, weil der Moderator hat auch gesagt, ja, sie unterstützen die Kriegsziele Putins. Da hat Urban gesagt, nein, er unterstützt die Kriegsziele nicht, aber natürlich, Putin hat gesagt, Entnazifizierung der Ukraine ist ein Ziel. Und natürlich, die Medien tun so, ja Quatsch, in der Ukraine gibt es keine Nazis, das ist russische Propaganda. Und die Beweise zeigen aber, natürlich gibt es ukrainische Nazis, das ist ein Nazi-Staat, eine Entnazifizierung der Ukraine ist ganz dringend nötig. Und dafür gibt es Beweise. Und wenn man das, also sagen, Jörg Urban möchte also sich nicht angreifbar machen und erklärt, er unterstützt dieses Kriegsziel nicht. Und das ist aber natürlich ein ganz wichtiges Ziel. Ein Ziel, das die AfD ernst nehmen muss. Also was ganz viele Leute hier in Deutschland ernst nehmen müssen. Wenn sie sich nicht in ein paar Jahren in aller Welt schämen wollen oder sich sagen lassen wollen, dass sie halt einfach Vollidioten sind, die nicht aufgepasst haben. Die, ja, oder die auch Verbrechen haben geschehen lassen, denen es egal war. Die nicht aufgepasst haben, die weggeschaut haben. Das klingt jetzt alles so nach bla bla bla, ja, ja, ja. Aber das sind die Fakten. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Dieser Beschuss,
diese tausenden toten Zivilisten oder auch Butscha, vielmehr haben die Ukrainer mit hoher Wahrscheinlichkeit dort ein Massaker veranstaltet, an pro-russischen Zivilisten. Das zeigt der Ablauf und das zeigen auch die weißen Armbänder. Das zeigen auch eindeutig die Aussagen eines Söldners, der jetzt vor Gericht steht, ich glaube in der Slowakei. Der Fehler der Leute hier ist, dass sie immer denken, es kann nur einen Grund geben. Also wenn jetzt das liegt jetzt halt an der NATO. Also die Ukraine wird Russland hat die Ukraine wegen der NATO-Mitgliedschaft, wegen der Raketen angegriffen. Und natürlich hier ist auch das Problem. Also das hätte Jörg Urban auch erklären können. Ich finde dieses Beispiel von Oskar Lafontaine mit dem Messer am Hals, das ist eigentlich ein sehr treffendes, wichtiges, passendes Beispiel. Und das Problem ist aber hier, dass die Leute denken, okay, das ist jetzt der einzige Grund. Und dann, wenn man jetzt sagt, die Ukraine ist ein Nazi-Staat, dann ist es ja irgendwie nur Quatsch. Natürlich, die USA haben das ja in der Ukraine seit 30 Jahren befördert, um Unruhe zu stiften. Also entscheidend ist auch, es geht nicht nur darum, Raketen an der Grenze zu Russland zu positionieren, sondern der Krieg an sich ist auch Selbstzweck. Also es geht nicht nur um die Raketen und die Grenzen, sondern es geht auch um den Krieg. Es ist für die US-Waffenindustrie, dieser Krieg allein ist das Entscheidende. Das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste. Weil durch diesen Krieg wollte man Russland wirtschaftlich ausbluten und wollte man so an die Rohstoffe kommen, man wollte ganz Europa dadurch schwächen. Und der Profiteur sollten dann diejenigen sein, die es initiiert haben. Also die auch die Ukrainer seit 30 Jahren aufhetzen. Und das muss man auch verstehen. Und das verstehen auch viele ganz, ganz viele in der AfD nicht und das verstehen ganz viele Leute nicht. Und darüber müsste man die Leute informieren. Und wenn die Leute das verstehen, dann, wenn das die Leute in der breiten Masse verstehen würden, dann wäre es mit den Waffenlieferungen und den Sanktionen sofort vorbei. Und dann wäre es auch mit den Altparteien und den Medien sofort vorbei. Wenn die Leute das begreifen würden, dann würde sich in Deutschland, denke ich, sehr schnell sehr viel ändern. Und das Problem hierbei ist jetzt, so wie jetzt es leider auch Jörg Urban gemacht hat, der das andere sehr gut gemacht hat, die Leute werden so nicht alarmiert. Und denken sich, ja gut, der Putin ist böse, die anderen liefern halt Waffen, die AfD liefert keine Waffen. Ich bin vielleicht auch gegen Waffenlieferungen, aber ich kann es auch verstehen, wenn man Waffen liefert. Also die Leute finden es da nicht so schlimm mit den Sanktionen und Waffenlieferungen, wenn Putin weiterhin ein Dämon bleibt, der ja irgendwie komisch ist, irgendwelche komischen Kriege führt, die er nicht hätte führen müssen, sozusagen. Der ein Aggressor ist, wie der Moderator es beschreibt. Und wenn man jetzt diese Hintergründe sieht, mit dem Messer an den Hals und mit dem Nazi-Staat, dann sieht die Lage nämlich ganz anders aus. Vor allem, wenn man noch die ganzen Details weiß, die Doktrin der Ukraine 2019, dass man alles gewaltsam zurückerobern will. Diese ganzen Details, darüber hätte Jörg Urban hier aufklären können. Und natürlich dann auch gezielt in das Westennest reingehen. Und auch gezielt die Entdämonisierung Russlands vornehmen. Und natürlich dann sticht man in den Westennest. Und diesen Weg, den muss man gehen, ganz dringend aus meiner Sicht. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was sonst so einfällt. Macht's gut.